Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir stehen mit Kira vor einer dunklen Höhle, die wir auch gleich betreten werden, aber ich wollte erst noch ein bisschen was sagen. Und zwar, mir wurde schon wieder gesagt, ich gebe doch zu wenig über die Charaktere preis, die wir hier treffen. Aber Leute, ich habe schon mal gesagt, ich werde jetzt nicht minutenlang über Charaktere referieren. Ich werde in Zukunft einfach die Glossareinträge vorlesen. Und wem es so scheint, als würde ich mich überhaupt nicht mit der Geschichte auskennen, der soll halt selber die Bücher lesen, weil das habe ich auch wieder gelesen. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich doof, wenn ich so einen Quatsch da in den Kommentaren habe. Also, ich kenne mich aus, aber nur weil ich jetzt manche Details nicht kenne oder vergessen habe oder vielleicht auch mal was Eigenes reininterpretiere, heißt das nicht, dass ich mich überhaupt nicht auskenne. Also, ja, wen stört, soll's halt woanders gucken. Als Geralt und Keramet sich zum ersten Mal trafen, fiel sie ihm sprichwörtlich auf den Kopf. Es war beim berüchtigten Aufstand von Tanet, als Kera aus einem Fenster geworfen wurde und mehr oder weniger auf dem Hexer landete. Ihre nächste Begegnung in den Sümpfen von Velen war auf andere Weise überraschend. In dieser grimmigen, unfruchtbaren Einöde war die luxusliebende Zauberin die letzte Person, mit der Geralt gerechnet hatte. Der Hexer erfuhr später den Grund von Keras Anwesenheit. Ihre Geschichte gab ihm reichlich über die grausamen Winkelzüge des Schicksals zu denken. Einst war sie die geschätzte Beraterin König Foltests gewesen, dann hatte sie jedoch sein Vertrauen verloren und war aus Temerien vertrieben worden. Später war sie zur Loge der Zauberinnen gestoßen, was ihr den Hass des redanischen und des nilfgaardischen Herrschers gleichermaßen eingebracht hatte. Daher war sie in den Untergrund gegangen und gab sich nun tief in der Provinz als weise Frau aus, als Dorfhexe sozusagen. Es war dabei offensichtlich, dass sie ihre Tarnung verabscheute. Ja, ich habe übrigens den letzten Roman immer noch nicht gelesen, ich muss mal schauen, dass ich dazu komme. Und dann kann ich auch wieder vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Wie gesagt, ich gebe mein Bestes, Leute. Ich bin auch nur ein Mensch und ich habe viele Sachen um die Ohren und deswegen kann ich mir einfach nicht jeden Kleinkram merken. Versteht das doch mal. Naja. Ich weiß natürlich, dass Geralt sie damals auf Tanet getroffen hat. Da hatte sie, glaube ich, ein gebrochenes Bein, als sie aus dem Fenster fiel oder war schwer verletzt. Das weiß ich, wie gesagt, gar nicht mehr so genau. Vella Glan. Ich habe die Bücher nur einmal gelesen. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Von daher... Oh, da liegt was. Was ist das denn? Ah, Dörrobst. Okay, warum auch immer da jetzt Dörrobst liegt. Ich habe das gar nicht gesehen eben. Ja, Kira, du kannst Licht zaubern. Ich kann es leider nur mit einer Fackel hier. Ach, oder ich mache einfach so. Mit Igni. Naja, ich könnte mir mal... Ich will mal ganz kurz schauen. Kann ich mir Katze machen vielleicht? Oh, Nekrophagenöl. Das ist gut, das machen wir gleich mal. Da habe ich die Zutaten. Gift der Erhängten, da fehlt mir... Arenaria. Aha, Humanoide und Bestien, das habe ich. Weißer Honig. Die Schwalbe, die werde ich... Oh, Schwalbe habe ich doch schon. Ne, weiße Möwe heißt das Zeug. Das werde ich mir noch holen, habt ihr gesagt. Denn, das bekommt man später sehr schlecht. Blaues Muttergen. Zeichenintensität. Ach so, die kann ich mir selber herstellen. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Und dafür brauche ich dann dieses blaue Muttergen. Ach, interessant. Interessant, interessant. Damit die 100 Vitalität. Cool. Ich habe mich noch gar nicht so sehr damit beschäftigt. Aber es ist ja schon fein, fein, was ich da alles bauen kann. Naja, später, später. Ich werde irgendwann mal vielleicht Parts dafür aufwenden, mich hier umzusehen. Ein bisschen in den Rezepten durchzuwühlen. Oh, geil. Verbessertes Hybridenöl. Pionierhose. Zidarischer Gambeson. Und ja, nehmen wir alles mit. Okay, vergesst das. Ich gucke jetzt doch nochmal rein. Angriffskraft gegen Hybriden. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was haben wir noch? Die Hose? Ach, schade. Die ist schlechter als meine. Nee. Ich wollte eigentlich nochmal das Inventar durchsuchen. Aha. Ach, ich kann gar nicht so durchblättern. Ja, ich bin jetzt wieder andere Spiele gewohnt. Lasst mich. Okay. Und da haben wir noch ein paar Floren. Die werde ich alle eintauschen gegen Kronen wahrscheinlich, weil die Nilfgaarder akzeptieren ja sonst nichts als Zahlungsmittel. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Mhm.
Es gab übrigens einen neuen Patch. Die 1.05er ist jetzt down. Man konnte... Oh, ich höre was. Neue Animationen aktivieren, aber das habe ich nicht gefunden im Menü. Geht es da noch runter? Ich komm gleich, Kira. Oh. Fertig. Folge mir. Na los! Warte, Kira. Na los! Oh, was? Hä? Na los? Ist sie da irgendwo runtergefallen? Meine Hexersinne einsetzen. Oh Gott, da sind überall ertrunkene Kinder. Kira, ist hier unten irgendwo? Ist sie da runtergefallen? Oh, da ist eine Kiste. Wolfsleber. Hab hier Assassinenhandschuhe. Was? Gucken wir mal ganz kurz, was ich hier alles wieder bekomme. Das ist ja der Wahnsinn. Die sind besser als meine. Wow. Nehmen wir mit. Ein Relikt sogar. Das ist so cool. Hier noch was Neues? Ich würde gerne neue Dinge hier markiert sehen. Das wäre cool. Naja. Oh, Kira. Ja, ich komme ja schon. Wo bist du denn? Mensch, Kira, pass doch mal auf. Ach so, ja. Ihr sagt, ich soll doch mal bitte mit die Fackel wegstecken im Dunkeln. Nö, Leute, dann sehe ich nichts mehr. Das geht nicht. Ich muss leider mit Zweien kämpfen. Lilas, geh ab! Lilas! Geralt! Ja, ich komme doch schon. Wo ist er denn? Eine Ratte? Geralt, tu doch was! Sie krabbeln auf diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Warum kann ich... Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Das ist eine kleine Ratte, was... Mach sie weg! Du bist eine Zauberin, du kannst doch hier die Ratten einfach mal weghauen. Ah, wieder nicht! Oh, die machen aber schon Schaden, die Viecher, ne? Sterben durch eine Ratte, das wäre mir jetzt irgendwie peinlich. Weißt du, was für Krankheiten wir übertragen? Soll ich die Löcher irgendwie zuschütten, oder was? Oh Gott, da kommen immer mehr... Kira, wie soll ich denn die Löcher zukriegen? Kannst du mir das mal verraten? Zeichen vielleicht? Oh Gott, ich komme da nicht mal rauf. Hallo? Weißt du, was wir Krankheiten übertragen? Mit Zeichen oder Bomben? Ja, wie denn? Mit Igni oder was? Warte mal, ich mach das jetzt mal mit Igni. Ah, okay. Alles klar. So geht's also. Mach sie weg! Mach ich doch. Oh, du bist vielleicht ein Mädchen. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut. Lass uns gehen. Vella Glan! Nicht persönlich werden, meine Liebe, ja? Nicht persönlich werden. Warte, ich will noch nicht da lang gehen, wo sie lang geht. Ich will mich hier noch ein bisschen umsehen, das mache ich jetzt auch einfach. Kira, du musst kurz warten, ja? Mein Liebchen. Muss mich hier mal umsehen. Oh. Ah, ganz viele Pilze. Was ist da? Man sieht auch die ganzen Kisten so schlecht, finde ich leider. Erst wenn man direkt davor steht manchmal. Ah, seht mal da zum Beispiel. Oh, da ist alles voller Pilze noch.
Mich interessiert, wo ich jetzt rausgekommen wäre, hätte ich den Teleport genutzt. Wahrscheinlich genau da, wo sie war. Wäre ganz interessant, das rauszufinden. Ah, Nieswurzblätter. Was Neues, glaube ich. Oh. Diese Mistviecher. Die blöden Ertrunkenen. Achso, in der Werwolfhöhle hätte ich auch noch was vergessen. Jo, das hole ich mir. Keine Sorge. Das hole ich mir alles. Man haut mal ein bisschen Licht durch, dass man das sieht. Bärenfett. Oh. Ja, man muss sich echt gut umsehen. Dann findet... Oh! Warte. Sven. Oh. Du Arsch. Ein Hirn. Von einer ertrunkenen Hirn. So. Noch was? Irgendwie müssen wir da hochkommen, wo die Jagd war. Oh Gott. Nein. Nein. Sag mal, kannst du den mal bitte anvisieren? Yes. Ist der letzte, glaube ich, ne? Au. So. Oh, diese Giftdinger, die kann ich entzünden. Danke für den Tipp übrigens. Wow. Das funktioniert. Ziemlich gut sogar. Kommen die jetzt wieder nach einer Zeit oder bleiben die weg, diese Giftschwaden? Das ist ja mehr so eine Art Gas wahrscheinlich. Aber hier sieht grad, das Wasser sieht sehr komisch aus. Ich habe mal die Details auf Maximum gestellt, aber... Naja. Husch. Ein bisschen komisch. Boah, was? Das explodiert? Was war denn los? Aha. Die kommen wirklich wieder, diese Schwaden. Da muss ich schnell sein. Ist der Teleport noch aktiv von Kira? Ich werde gleich mal schauen. Was? Wie komme ich hier nicht rauf? Oh. Ah, da kann ich eine Wand zerstören. Warte. Mit Art. Ich wollte schon sagen, warum kann ich hier nicht wechseln? Ich finde das ja hochinteressant immer. Wenn man hier alles erkundet, da ergibt sich noch so viel meistens. Wow, ein Nebling. Was bist du denn? Wow, ein Nebling. Ah, jetzt weiß ich's. Ein Nebling, die sind unsichtbar. Und die... können so eine Art, oh Gott, schattenhafte Dings von sich erschaffen. Yes, Neblinge, die lesen wir gleich mal. Die Kreatur, was haben wir denn da? Ein Nebling. Bestien? Nein, Geister? Hybriden? Indriagen? Achso, Indriagen. Wollten wir ja mal lesen. Indriagen-Krieger. Du hast Angst vor Indriagen? Warte nur, bis du die Krieger siehst. Klaus Altmann, Förster. Gegen die meisten Angreifer reichen endlose Wellen von Indriagen-Arbeiterinnen bereits aus. Sind die Feinde gefährlicher, hetzen die Indriagen-Kolonien ihnen größere und stärkere Mitglieder auf den Hals, die sogenannten Krieger. Diese Kaste lebt nur für den Kampf und hat dazu beim Verteidigen der Grenzen der Kolonie und beim Erobern neuer Territorien auch reichlich Gelegenheit. Goldener Pirol und Insektoidenöl. Ist der Nebling ein Nekrophage? Ja, tatsächlich. Wow, die sehen gruselig aus. Was haben wir da? Quen. Na gut. Das ist eigentlich bei den meisten ganz nützlich. Neblinge. Wenn einen im Sumpf die Nacht überrascht, bleibt man, wo man ist und wartet den Morgen ab. Und zwar auch dann, wenn man bis zur Hüfte in egelverseuchtem Wasser steht. Am wichtigsten, wer im Sumpf ein Licht sieht, darf niemals, und ich unterstreiche niemals, darauf zuhalten. Johannes Troth, Reiseführer. Nebel ist der Feind des Reisenden. Im Wald lässt er ihn den Weg verlieren, auf See schickt er ihn in die Klippen.
Doch solche Gefahren sind nichts im Vergleich zu den Monstern, die als Neblinge bekannt sind und die bisweilen in Nebelbänken lauern. Diese Kreaturen besitzen so kräftige Arme und Klauen wie sirikanische Kinjals. Doch sei es ihre Fähigkeit zur Täuschung und Verwirrung, die sie so gefährlich macht. Oftmals müssen sie gar nicht angreifen, sondern treiben ihre Opfer einfach in den Wahnsinn oder in die Sümpfe und warten dann geduldig deren Ertrinken ab. Ja, diese Viecher, die können auch so ganz schön zuhauen, habt ihr gesehen. Habt ihr? Hab ich was abgezogen bekommen? Naja, wenn nicht, ist auch gut. Okay. Diese Sicht ist ein bisschen schwierig, finde ich, diese Hexersicht, weil man ist immer sehr, sehr nah dran am Geschehen. Oh, da geht's weiter. Ach, da war noch eine Kiste. Ah, ja. Lederbänder. Naja. Naja. Oh, was ist denn hier noch? Oliven. Om nom nom. Ich mag Oliven. Lecker. Wenn es irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, mit dieser Hexersicht was zu sehen, dann würde ich die auch nutzen. Also, ich meine, so Gegenstände auf dem Boden leuchten zu sehen, aber das gibt's scheinbar nicht. Aha. Denn hier jetzt gelandet. Aha. Ach, da liegt wieder was. Aber warte mal, bevor ich jetzt weitergehe, ich will noch was überprüfen. Vielleicht ist da was. Wäre zumindest ganz klasse. Warte mal, kann ich überhaupt noch schnell speichern? Ich glaube, ich kann nicht mehr schnell speichern jetzt so wirklich mit Gamepad. Ich muss mir wohl die Mod mal besorgen. So, speichern. Ich wette mit euch, hier ist noch irgendwas. Na, tauchst du mal ab. Ah, natürlich ist hier noch was. Geil, Leute, ich lieb sowas ja. Oh. Perfekt. Was haben wir? Wupp. Fährtenleserhose und Gorgo-Absud. Geht's da vorne? Da geht's ja nochmal raus. Oh Mann, Leute, ich liebe dieses Spiel. Man kann so viel entdecken. So, das gucken wir uns mal ganz kurz an. Gorgo-Absud, da war's doch schon. Alle alchemistischen Erzeugnisse können ein zusätzliches Mal verwendet werden. Gorgo-Absud? Dafür brauche ich ein Gorgo-Mutagen und alchemizierter Krähenauge. Naja. Was war das, die Assassinenhose? Ne, wie hieß die? Dieses Ding? Fährtenleserhose, so. Oh, die ist gar nicht mal so schlecht, aber Level 9 erst. Die Assassinenhandschuhe habe ich ja angezogen. Ja, warte, habe ich noch eine bessere jetzt? Nee, schade. Schade. Ich habe so gerne neues Zeug, was dann auch noch besser ist als mein altes. Nee, ernsthaft, kann ich jetzt hier nicht mehr schnell speichern? Das wäre extrem doof, du. Ah, ach, guck mal, da ist eine Kiste. Speakergok Akketon. Ist das wahrscheinlich auch nicht besser, ne? Schade. Mir hat die Lederjacke sehr gut gefallen und dann bekomme ich auf einmal sowas, was mir gar nicht mehr so gut gefällt. Ich finde nämlich die Kleidung, die ich jetzt trage, nicht sehr hübsch, muss ich sagen. Aber es ist ja auch nicht Witcher Fashion, sondern es ist The Witcher 3. Ja, trotzdem, man will ja so ein bisschen cool aussehen als Held. Am besten ganz in Schwarz gekleidet, so wie die... Brauchst du nur? Es geht manchmal nicht, während man sich bewegt. Dann muss man wirklich stillstehen und dann taucht er erst ab. Also ich muss sagen, in Witcher 2, die Hexer-Sets, die fand ich ja sehr geil. Also die waren wirklich, wirklich schön und schwarzes Leder. Auch das Kira. Was machst du denn hier? Wie ist das Wasser? Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Nun? Ach so. Na gut. Ja komm, dann gehen wir jetzt mal dahin, wo sie möchte. Da kommen wir wieder in den Hauptraum zurück. Ist klar, warte, da liegt doch noch... Oh, hoppala. Hier liegt doch noch was, oder? Lag hier nicht noch was? Da, genau, da liegt was. Oh, ich weiß, warum es vorhin explodiert ist. Ich habe die Fackel in der Hand. Ich bin so doof, ne? Ich renne mit der Fackel in Gas, in giftiges Gas sogar noch. Und das Zeug explodiert und ich frage mich, warum. Halleluja. Oh, was macht ihr denn hier? Was machen die hier unten, die Viecher? Tut mir leid, mein Reh. Rehchen. Ich muss aber leider euer Fleisch mitnehmen. Warte mal. Nein.
War. Geralt, hör mal auf jetzt bitte. Kira, kommst du mit? Bin ich hier durch? Ich habe wahrscheinlich noch einiges vergessen, ne? Kira. Ach Leute, mir reicht's langsam. Habe ich Katze? Ich sehe hier echt nichts, ne? Es ist furchtbar. Habe ich Katze zufällig? Katze. Habe ich doch schon. Ach so. Na gut, dann nehme ich meine Katze, weil ich sehe hier wirklich null, ne? Null, ne? Ne, null. Da, Katze. Nein, ich will es eigentlich gleich konsumieren. Geht das nicht? Ach so. Das geht sogar. Oh, das ist schön. Jetzt sehe ich alles in schwarz-weiß. Aber ich sehe was. Das ist doch schon mal ein Vorteil für mich. Komm her. Ich muss euer Fleisch leider mitnehmen. Das ist jetzt mein Fleisch. Warte. Oh Gott, da ist Feuer. Gift. Rehchen. Ah, das ist jetzt weg. Komm, pfeif auf das Reh. Wie lange hält denn die Katze noch? 3 Minuten 28. Ja, ist cool. Das finde ich gut. Sehe ich überhaupt noch was jetzt? Also ich meine Gegenstände. Ne, seht mal, das Portal ist weg. Ah. Die fünfte Essenz. Die alchemistische fünfte Essenz. Hat Regis nicht sowas gemacht? Oh. Ich bin nicht nett, ich weiß. Aber die Rehchen, die schmecken so lecker. Die alchemistische fünfte Essenz. Das haben die aus Mandragora? Ne, nicht mal Alraunensud hat er das gemacht. Die habe ich schon geplündert. Und Regis, zu Regis werde ich mal nichts sagen. Vielleicht treffen wir ihn noch, dann werde ich was dazu erzählen. Weil Regis finde ich eigentlich ist... Also Regis mochte ich sehr gerne in dem Roman. Ah, ein makelloser Rubin. Oh, oh. Wow. Na komm schon. Was, Level 0? Ach, das war nicht mal der echte. Hast du gedacht, du kannst mich überraschen, ja? Neblingzahn. Und ein Neblingmutagen, super. Ach, hier haben wir doch noch einiges liegen lassen. Also wer hier nicht alles mitnimmt, ist selber schuld, ganz ehrlich. Oh. Was haben wir denn da? Kann ich da vielleicht irgendwas tun? Mit Art? Kerzen löschen, bringt wohl nichts. Mit Igni wieder entzünden. Also irgendwie leuchtet das ja, wenn ich das ansehe. Aber ich glaube, da kann ich nichts machen. Vielleicht wisst ihr ja was. Hä? Das ist doch Art. Ach nee, das kann ich mit... okay. Oha. Chemistische Paste. Was man hier alles kriegt, es ist so herrlich, Leute. Das ist ein Paradies für mich. Zeug einsammeln. Das mag ich so gerne. Ernsthaft. Ich mache das wirklich, wirklich gerne. Zeug einsammeln ist für mich so das Schönste in Rollenspielen fast schon. Das wird voll belohnt, meine Sammelleidenschaft. Also ich bin jetzt kein Sammler im echten Leben, aber in Spielen, da sammle ich immer alles ein. Ich kann nicht anders. Oh. Oh. Ein mysteriöser Elf. Valvette, Larena Lunette. Das ist der Elf. Arrecht va, Gladif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich.
und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Mhm. Folge den Schwalben. Oh, Pfeffer! Mehr Pfeffer! Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Okay. Es wird ein bisschen gruselig gerade mit den ganzen Geistern hier. Der Obst. Ah. Kann ich irgendwo vielleicht hier schnell speichern auf den... Oh Gott. Oh oh. Ölige gelbe Dampf ist giftig. Morchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Kommt weiter. Ja, interessant. Das war jetzt ein Hinweis für mich, dass ich die Dinger so rösten soll, ja? Machen wir uns mal eine Katze. Und speichern wahrscheinlich wäre ganz gut, wenn das nicht mehr automatisch gespeichert wird. Beziehungsweise, wenn ich keine Quicksaves mehr machen kann, das ist ein bisschen doof. Hallo, Geist. Hier ist es echt wirklich nötig, dass wir die Fackel eingepackt lassen, glaube ich. Ansonsten habe ich hier ganz schnell Probleme. Oh Gott, was ist das schon wieder? Noch so eine Statue. Oha. Autsch. Au. Nein. Haben wir das Gift ein bisschen abgeschwächt? Kann das sein? Geisterstab. Oh, Erscheinungsmutagen. Es gibt zu jedem Kram Mutagen irgendwie, ne? Oha, da kommst du wieder. Au. Autsch. Schlecht. Mann, diese doofen Teile. Die kommen die ganze Zeit und greifen mich an. Oh Gott. Mal eine Schwalbe reinziehen. Oh nee, nicht schon wieder. Au. Oh, verdammt. Ich bin zu gierig. Ich will die ganze Zeit schon wieder zuhauen. Aber dabei muss ich die Angriffsfolge von denen einfach mal abwarten. Oh, eine Kiste. Öl, Leinen. Ah, jetzt habe ich doch die Zutaten fertig. War nur noch Holz für meine Hose. Ja. Schnell hier durch. Hä? Da sind noch mehr Kräuter da. Okay. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Ah, okay. Wo siehst du hier eine Schwalbe? Da. Nee. Oh Gott, über uns ist alles voll mit Gegnern. Ich will mich hier aber noch kurz umsehen. Meine liebe Kira. Da ist so eine Schwalbe da hinten. Und dass er solche identifizieren kann. Da, guck mal, hier. Oder bist du blind? Da ist eine Schwalbe. Würde ich doch behaupten, dass das... Wie ist das Wasser? Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist sehr schön. Da, komm. Hol die Kiste. Ich hab sie gesehen. Oh. Ganz viel Zeug. Schatzjäger Gambeson und Absud Rafaz des Weißen. Gucken wir uns auch nochmal an. Aber ja. Ich würde sagen, Leute, Absud Rafaz des Weißen, wo ist er denn? Wo ist er denn? Absud Rafaz des... Ah, da haben wir es. Was macht der? Stellt einen Teil der Vitalität sofort wieder her. Cool. Und
Schatzjäger. Wo waren das? Schatzjäger. Da, Schatzjäger Gambeson. Oh, der ist nicht so toll. Naja, Leute, schauen wir uns nächstes Mal an. Ich würde sagen, ich beende den Part. Wie immer, danke für eure Unterstützung, für die Likes, die Kommentare und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu The Witcher 3.